Mein Gott, ist das die Straße der niedrigen FPS oder was? Worauf genau laufe ich zu und warum... Okay Leute, Tag Nummer 33 im Dschungel, das ist der aktuelle Statusbericht. Das trinkbare Wasser geht uns langsam aus und ich fange inzwischen an, Stimmen in meinem Kopf zu hören, die nicht wirklich da sind und die ganz komische Fragen stellen. Nein, ich habe keinen Keks für dich. Und damit willkommen zurück hier bei Green Hell, wo es nur knappe 3 Videos gedauert hat, bis ich irgendeine Art von Story-Fortschritt mache. Und ja, ich weiß, der Weg dahin war vielleicht ein bisschen langweilig und langatmig zum Zuschauen, aber das Wichtige ist jetzt, ich weiß ungefähr, wie das Spiel funktioniert, ich bin wieder drin. Und wie gesagt, wir haben ein bisschen Story-Fortschritt gemacht und ich würde sagen, wir halten diesen Zug am Laufen und machen weiteren Progress. Bevor ich jetzt aber irgendwo hingehe und vermutlich den Kletterhaken finde, werden wir erstmal ewig weit quatschen, weil ich habe jetzt wieder Kontakt zu mir. Das heißt, das Funkgerät wird benutzt werden. Ich werde das einfach alles durchgehen. Vielleicht kriegen wir irgendwelche wichtigen Infos, weil jede Info in diesem Spiel ist vermutlich eine wichtige Info. Deswegen würde ich sagen, wir fangen ganz oben an und hören erst auf, wenn wir ganz unten sind. So, dieses Dorf. Yes, what about it? Warum ist hier niemand? Frage Nummer 1. But I found a few burned items that couldn't belong to the tribe. Ja, das auch. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know okay, we are not. Okay, das heißt, das hier ist ein anderer Stamm oder das Dorf von einem anderen Stamm. Ja, geil. Das heißt, ich bin in Feindgebiet. Ja. You don't think that there's someone else here, do you? Doch, die anderen. I don't know, but I don't like any of this. Be careful if you see anyone. Wir haben ja schon beim letzten Mal die Nachbarn gesehen, die wahrscheinlich den Kletterhaken haben. Die sind irgendwo in dieser Richtung und ich muss wahrscheinlich an denen vorbei, um dann eben weiter fortschreiten zu können. Also ja, hier sind definitiv noch andere und die mögen mich nicht besonders. Wie gesagt, die neuen Nachbarn, die sind beziehungsweise die alten Nachbarn, ich bin ja der neue Nachbar, die alten Nachbarn, das sind nicht die Leute, denen du einfach mal deinen Rasenmäher leihst und dann ist alles gut. Das sind die Leute, die nehmen deinen Rasenmäher, ohne zu fragen, und nehmen auch noch alles andere. Der Unfall, genau. Ja. Is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. Mich irritiert das aber, dass sie so ruhig ist. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? I was running from something. Irgendwas ist hier... Diese Geräusche, Mann. I don't know how to help you. Irgendwas ist hier nicht richtig, just oder? Do whatever it takes to survive, okay? Okay. Your memories might come back on their own. Ich traue der Sache immer noch nicht. Over and out. Ich traue der Sache immer nicht und es wird schon wieder dunkel. Ja, geil. Genau, das ist ziemlich interessant, weil das ist eigentlich der Grund, weswegen das alles angefangen hat. Was genau ist passiert? Just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Ich glaube dir nicht. That's it? Yeah, that's it. I know, given the situation you're in, ich bin nicht der Einzige, dem das komisch really vorkommt, oder? Like much, ich habe da gerade so ein ganz scared, komisches Gefühl, okay? Als ob irgendwas hier nicht stimmt. Oh, I'm sorry. I didn't mean to offend you. It's not that. I just don't know what will happen to me if we don't get you out of there. Und ich bin, ja eben, ich wollte sagen, ich bin auch noch hier. Yeah, come on. Don't say that. Ich schaff das schon, keine Sorge. Let's just focus on getting you out safe and sound. Okay. Ich habe auch so langsam die Theorie, das ist mir so spontan eingefallen, was wenn die Mia, mit der ich jetzt rede, gar nicht echt ist, sondern quasi nur so eine eingebildete Stimme in meinem Kopf, die mich quasi irgendwie bei Verstand hält und mir wichtige Hinweise gibt, weil eben ich habe dieses Ayahuasca-Zeug getrunken und dann sind ganz komische Sachen passiert. Was ist, wenn das quasi ein Teil meines Verstandes freigeschaltet hat, der jetzt quasi versucht, mich irgendwie am Leben zu halten? Weißt du, was ich meine? Und das ist quasi so eine innere Stimme, die die Form von Mia annimmt und versucht, mich am Leben zu halten. Das ist eine ziemlich gewagte Theorie, eine Game Theory. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber hey, man kann mal theoretisieren. Ich habe, ja genau, Mia, das. Before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days. Das war here. Wunderbar. Toller Ausflug. The village. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Was soll ich sonst anderes machen, Mann? Es stand im Tagebuch. Es war wichtig. Did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. Doch, weil das genau das ist, was ich gesehen habe. Also ist es ja wirklich passiert. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. Alles, was sie sagt, macht dieses komische Gefühl in mir nicht besser.
Keine Antwort. Wunderbar. Mehr? Ja, super. Sie antwortet nicht mehr. Wir sind bald durch. Ich weiß, es ist jetzt ziemlich viel Gequatsche, aber ich finde das ziemlich interessant. Ne? Vielleicht kann das auch die Theorie bestätigen, die ich gerade hatte. Keine Ahnung. Außerdem muss ich das sowieso wahrscheinlich abarbeiten, um weiterzukommen. Also können wir es auch direkt so machen. Almost reached the Lando location, an zu regnen. But I can't get there. Natürlich. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And ich brauche einen Kletterhaken. Ausrüstung. I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Ja, das ist bei den Nachbarn. Alles klar. Und dann noch der Felsen. So das ist auch wichtig. Covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Gute Frage. One black and one blue with the stone between them. Were there any inscriptions? Ja, ich habe keine Zeit dahin zu laufen jetzt. Yes, there were. Can you describe them? Ich gebe mal ein bisschen Gas. Kann ich später vielleicht nochmal anrufen? Ja, ich glaube, ich rufe später nochmal an. Okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, untersuche den bemalten Felsen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich glaube, ich krieg nur... Diese Geräusche, Mann. Ich glaube, ich krieg nur eine Chance, das richtig zu beschreiben. Und dann mache ich das besser gerade anständig, weil... Das ist ein cooles System. Ich bin schon öfter an diesem... Warum mich das jetzt auffällt? Ich bin schon öfter an diesem Felsen vorbeigelaufen und da war immer so eine coole. Die füllen sich mit Wasser, wenn es regnet. Das wusste ich nicht. Okay, das ist tatsächlich ziemlich nice. Ich muss ja ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen, ansonsten kippe ich wieder um und das ist echt nicht so geil. Warum ist der Felsen weg, Bro? Was? The rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Ja, aggressives Nicken. Yes, I'm positive. Was? Okay. I am lost for words. Ja. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. What? Also ist der Kletterhaken... Crazy. Ja. Also ist der Kletterhaken vielleicht doch nicht hier, wo ich die Nachbarn gesehen habe, sondern irgendwo hier durch. Und dann ist dann das hier doch Endgame-Gebiet. Also gut, los geht's. Der Speer ist bereit. Das heißt, wenn irgendjemand Stress will, dann kann er den sehr gerne haben. Was haben wir hier? Das werde ich definitiv nicht aufheben. Das wird nicht passieren. Nicht in einer Million Jahren. Also der Dschungel ist schon gefährlich genug. Da werde ich keine Pilze essen. Das ist, glaube ich, eine blöde Idee. So, links oder rechts? Eine sehr gute Frage. Hier links sieht es aus, als geht es runter zu einem Fluss. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, weil Flüsse sind immer sehr gute natürliche Orientierungspunkte. Das habe ich von Bear Grylls gelernt, ne? Halt dich am Fluss. Das heißt, ich gehe zuerst mal hier runter. Aber hier geht es nicht wirklich viel weiter. Doch. Ich komme von hier aus direkt in den Fluss rein. Oder über den Fluss rüber sogar. Ich habe wieder irgendwas an mir. Sekunde, Sekunde. Ich habe das gerade gesehen. Was ist schon... Ja... Läufst einmal, ne, mach es weg. Läufst einmal durch den Dschungel, Egel. Na, wer sagt's denn, da vorne ist irgendwas? Ich weiß nicht, ob das Forscherzelte sind? Oder ein Dorf? Keine Ahnung. Gebäude. Yeah. Ja, es sieht auch aus, als wäre das Menschen gemacht. Also von modernen Menschen gemacht, mit Fässern und Rampen und alles, ne? In the jungle. What kind of building? Ja, das ist die Frage, das weiß ich nämlich auch nicht. I don't know yet. Give me a moment. Ja, das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Irgendwas mit Fässern. Wurde auf der Karte markiert. Okay. Nüsse. Voll geil. Okay, das ist... Oh. Oh. Those buildings ist das die neue Staffel like Narcos? Drug factory, maybe? Geil. Wait, what? A drug factory? Here? Jo. Are you sure there's no one in there? Ziemlich. Bis jetzt lebe ich noch. Ich beruhige sie mal, ne? It's fine, okay, Mia? Remember, key word, abandoned. No one would just abandon all this and leave. We're in the middle of the jungle, there's nowhere to go.
Stimmt auch wieder. Okay, vorsichtig sein. Was? Warum ist das in All Caps? Warum? Ah, hier gibt es sogar eine Mikrowelle. Einfach labern? Ja, um das gute Essen zu machen, wofür denn sonst? Oder so. Mal weiß er Bescheid. Er wird doch geil. Wobei, er wäre nicht das erste Mal, ne? Achso. No. Wir arbeiten dran. Okay. Mikrowelle benutzen. Ja, ich dachte gerade, ich kann vielleicht irgendwas Essensmäßiges reinmachen, aber nee. Irgendwelche Notizen, die ich einfach nicht lesen kann. Achso. Es geht um Lagerungsnotizen. Okay, ich schaue mich mal ein bisschen weiter um, bevor ich jetzt weiter mit dir quatsche. Weil ansonsten läuft das so wie am Anfang des Videos und ich laber einfach nur die ganze Zeit. Oh, Orangensaft. Ich laber einfach nur die ganze Zeit. Das muss ja auch nicht sein. Noch eine Dose. Ja, hier gibt es ja Supplies ohne Ende. Eine Tasche. Trockenfleisch. Was ist denn hier los? Okay, und man kann hier sogar das Spiel speichern. Save the Amazon. Das ist lustig, weil, ne, rettet den Amazonas. Ich kann hier das Spiel speichern. Ich verstehe es schon, Spiel. Ich verstehe es schon. Okay, erstmal was essen. Woran mangelt es? Es mangelt an Rot. Das waren Eiweiße, ne? Das heißt, da müsste Trockenfleisch helfen. Oder Proteine. Genau. Nice. Vielleicht noch ein bisschen Wasser. Ich habe ja ein Bidon dabei. Trinken. Jo, 30 Hydration. Ist fast wieder voll. Und schlafen kann ich auch. Das heißt, ich muss gar kein Lager bauen. Das heißt, am Anfang muss man ein Lager bauen, quasi damit man lernt, wie es funktioniert. Das ist jetzt hier gar nicht mehr notwendig. Ein Brief. Liebe Marcel, es tut mir leid, dass ich dir es jetzt schreibe. Wir arbeiten rund um die Uhr. Okay, es ist sicher als in der Stadt. Die Hitze nervt. Überall sind Insekten. Okay, das heißt, dieser Thiago hat hier draußen irgendwie sein Geld verdient und wollte dann zurück. Ich weiß nicht, wie gut das gelaufen ist. Aber hey, und hier ist eine Bezahlungsliste. Okay, hier steht wieder, wie das funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich das machen muss. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Und ich weiß auch nicht, wie uns das irgendwas bringen soll. Aber einen Kletterhaken haben sie nicht, ne? Die haben hier alles an Ausrüstung. Aber einen Kletterhaken, der existiert, soweit ich das gesehen habe, bis jetzt zumindest nicht. Okay, ganz viel tolles Zeug. Kein Haken. Und hier auch eine Sense und alles, eine Waage. Aber eben, nichts, um irgendwo hochzuklettern. Das heißt, das hier ist quasi nur die nächste Base in diesem Gebiet. Mit sehr viel Zeug, was ich einfach so bekomme, was ich mir gar nicht erst aufbauen und verdienen muss. Aber eben, das wirklich gute Zeug, den Kletterhaken, den kriege ich hier nicht her, glaube ich. Neuer Dialog freigeschaltet, okay. Eine Straße. Hey, this might sound weird, but das hier? I found a road. Ich weiß nicht, was er meint. Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Okay. Ja, das sieht tatsächlich aus wie Reifenspuren, ne? Looking forward to some good news. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so schön laufen wird. Wahrscheinlich die Typen, denen das Lager gehört, die sind hier mal kurz durchgecruised. Und ich kriege jetzt gleich Ärger. Vermutlich ist das das, was passieren wird. Hier ist es immer noch. Wir sind hier volle Kanne durchs Flussbett gefahren. Wahrscheinlich erstmal den neuen Jeep für eine Tour rausgenommen. Ne? Voll geil, krasser Jeep erstmal ausprobieren. Und sind dann hier lang gefahren. Okay, worauf genau laufe ich zu? Mein Gott, ist das die Straße der niedrigen FPS oder was? Worauf genau laufe ich zu und warum... Und warum frisst es so viel Performance? Ja, hey, was geht? Alles klar? Boys, ich folge hier nur der Straße, okay? Ich weiß nicht, wohin genau die führt. Aber wenn wir das zusammen rausfinden wollen, bin ich sehr gerne dabei. Wo sind die Jungs hin? Hi, ihr seid recht viele. Wo sind die Jungs hin? Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Hier hat der Survival Mode stattgefunden. You're not gonna believe what I just found. Einen Jeep. So cool ist es nicht. What? No, no, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. Eine richtige Trinkflasche zum Beispiel. So it's
good news, right? Yup. I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Okay. Crazy, right? Yeah. That's not good. Do you think someone might be listening to us? Ist ja wie in Dings. Das wäre schön. Ist ja wie in Firewatch. I don't know. This isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Oh. Okay, fair enough. Nice, dann kann ich den Kokosnussbidon mal wegmachen, weil der ist sowieso leer. Stattdessen stecke ich den guten ein. Okay, cool. Auch der Jeep beinhaltet keinen Kletterhaken. Aber jetzt haben wir zumindest wieder ein paar mehr, ja, ein paar mehr Rohstoffe und Ressourcen, um zu überleben. Und wenn ich hier weiterlaufe, dann komme ich da, wo bin ich eigentlich inzwischen? Oh mein Gott, okay. Wenn ich hier weiterlaufe, dann komme ich, glaube ich, zu so einem provisorischen Lager, was dann quasi mein Lagerplatz im Survival-Mode war, als ich das erste Mal gespielt habe. Es sei denn, das haben sie inzwischen wieder geändert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich folge einfach weiter der Straße. Mal gucken, wo die Road mich hinführt. Ja, genau hier. Ja. In so ein provisorisches Lager. Wo ich aber... Trockenfleisch. Wo ich aber nicht genug Energie habe, um jetzt einen Unterstand zu bauen. Wobei, brauche ich gar nicht. Alles, was ich brauche, ist irgendein Bett, auf dem ich schlafen kann bis morgen früh. Nice, das Bett ist fertig. Okay, ich sollte sofort schlafen gehen, aber vorher will ich noch... Nee, kann ich gar nicht. Ich wollte gerade vielleicht irgendwie eine Kokosnussschale oder sowas auslegen, um Wasser zu sammeln. Aber doch, ich habe sogar noch eine. Um Wasser zu sammeln, weil das werde ich brauchen. Ich bin nämlich, was das angeht, ein bisschen low. Okay, technisch gesehen schlafe ich auf dem Boden. Das könnte schlecht sein. Mal gucken, ob ich mir jetzt irgendwas gefangen habe. Nee, es ist alles gut. Wie ist die leer? Es hat doch geregnet. Gespeichert ist jetzt natürlich nicht. Aber hey, ich komme schon klar. Ich habe sehr wenig Wasser. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich... Soll ich den Orangensaft trinken? Ja, ne? Wäre nur sinnvoll. Ja, 30 Hydration. Nice. Und Bums. Nice. Wir haben jetzt einen Unterstand. Perfekt. Das ist eine... Nein, jetzt habe ich... Nein, nicht schlafen. Nicht schlafen. Ich will nur speichern. Hier. Okay, ich dachte gerade, man kann hier nicht speichern. Aber oben speichert man, unten schläft man. Okay, nice. Woran mangelt es ja an Hydration? Damit hätte ich rechnen können. Okay, ich stelle das Ding... Jetzt fängt doch gerade wieder an zu reden. Ich stelle das Ding hier auf. Weil, Achso, ist das so halber durchsichtig, weil das war im Weg, als ich das hier gebaut habe. Ich habe das Ding immer irgendwie umgetreten, deswegen habe ich es mitgenommen. Und ich würde sagen, jetzt da gespeichert ist, können wir eigentlich noch ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht in die Richtung, weil die Straße scheint hier weiter zu gehen. Ich weiß nur nicht, wohin. Finden wir es raus. Neuer Eintrag, Schlingfalle. Okay. Die ist direkt hier. Das heißt, die könnte ich scharf machen. Und dann vielleicht irgendwas fangen. Hier ist nochmal eine Höhle. Okay, wird die bitte markiert... Hallo, Skorpion. Wird die bitte markiert, damit ich... Ja, ja. Wird die bitte markiert, damit ich weiß, wo sie ist? Nee, weil es ein Durchgang ist. Okay, Karte, neuer Ort. Ich bin jetzt... Doch, hier bin ich. Okay, was... Und nochmal ein neuer Ort. Das hier. Ist das ein Aufzug? Generator benutzen. Ich glaube, das ist ein Aufzug. Okay. Ich... was? So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running. Ja, wahrscheinlich mit dem Benzin, was ich aus dem Jeep gefunden habe, oder? Ja, das ist kein Witz. Das hier ist kein Witz. Ich habe wirklich einen Aufzug gefunden. Okay, ist der Trip nach unten, ist das ein One-Way-Ticket? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn ja, weil das fühlt sich fast so an, als wäre es wirklich ein harter Level-Übergang. Weil wenn ja, würde ich jetzt lieber zurück und einfach mal ein bisschen noch Ressourcen sammeln und speichern und alles, bevor ich weitergehe. Aber hier ist ein Aufzug. Und den Generator habe ich jetzt zum Laufen gebracht mit dem Benzin. Das ist jetzt auch nicht mehr hier. So, guck mal, wer wieder zu Hause ist. Nice, hier gibt es ein bisschen Wasser. Ich muss auf jeden Fall noch die Wassersituation unter Kontrolle bringen, weil
Es läuft aktuell jetzt nicht so geil. Ich brauche wieder ein paar Kokosnüsse oder muss halt einfach irgendwo aus einem Fluss Wasser holen und dann abkochen. Kriegen wir alles hin. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Aber ich würde einfach mal sagen, das war es für dieses Mal hier bei Green Hell. Wir haben absolut krassen Progress gemacht. Ich habe einen Aufzug zum Laufen gebracht, von dem ich nicht weiß, was er tut und wo er mich hinführt. Aber vielleicht gibt es dann da unten den Haken und ich gehe dann einfach alles zurück. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Also ja, ich weiß nicht, was hier abgeht. Wir wissen auf jeden Fall, irgendwas ist in diesem Dschungel. Irgendwas ist hier passiert. Weil da vorne ist ein umgekippter Jeep und wir haben von Menschen gemachte Lager gefunden. Das alles ist ziemlich rätselhaft. Na, ich weiß nicht, was abgeht, aber das hier ist ziemlich cool. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich ihn hier nicht beneide. Ich will nicht in seiner Position sein.